Herzlich willkommen zurück zu Orgemods 8. So, erstmal ein bisschen für Lebensmittel sorgen, denn mein Backpack ist leer. Hier sehe ich gerade, was habe ich hier noch drin? Projectile Protection, ja, das könnte man noch rausholen. Okay, Food Sand, das ist alles irgendwie mal reingekommen, als ich hier den Magneten anhatte. Noch irgendwas? Ne, ich glaube, das war's. Ja. Das andere kann drin bleiben. Okay, gut. Dann werde ich das gleich mal. Ich glaube, das war's schon. Ja. Schon nochmal rauspacken. Und zwar werde ich das nach oben bringen. Da habe ich nämlich jetzt hier meine Enchantment Library und dann kann ich das hier einbringen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man das alles gebündelt hat. So, das kann eigentlich dann auch weg. Finde ich ganz praktisch. Da kann man dann alles rausholen, je nachdem. So ganz genau weiß ich nicht, ob man nicht das auch verstärken kann, ob man nicht, wenn man mehr von den Sachen reintut, ob man da nicht höhere Level kriegt, das weiß ich noch nicht. Hier ist was von Points die Rede. Ich denke mal, das bezieht sich dann auf die jeweiligen Enchantments. Aber gut, das ist ein Anfang. Und was ich noch gesehen habe vorhin, ich habe eher zufällig, weil ich dieses Ding hier zusammengestellt habe, habe ich eher zufällig mal durchgeguckt. Und wer den letzten Stream verfolgt hat, oder die letzte Folge, sage ich mal, der wird sich jetzt gleich wundern. Hier ist nämlich Mystical Enlightenment und das habe ich natürlich gesucht. Also das war ja der Grund, weswegen ich an einer Stelle gestern nicht weiterkam. War es gestern? Ich glaube ja. So, machen wir erstmal das Brot hier fertig und dann haben wir wieder ein bisschen was zu essen. So, okay. Achso, das eine wollte ich. Ah, ist egal. Komm, machen wir später. Lassen wir erstmal ein bisschen mampfen hier. So, was ist das? Ja, das ist das. Genau, das, wir müssen doch hoch. Also machen wir das gleich. Denn wir müssen ja das Buch hier auf diese Waffe packen. Was wollte ich hier reinlegen? Einfach so. Kann das hier zerquetscht werden? dann werden wir uns nochmal den Wither schnappen und ich hoffe, dass das diesmal klappt mit diesem Dust, den ich hier oben schon habe, den unaussprechlichen Cognizant Dust, unaussprechlichen Dust. So, gucken wir mal, wie sieht es hier aus? Da kommt gar nichts mehr. Ist da nichts mehr drin? Ah, ist kein Soul Sand mehr drin. Na gut, das ist natürlich nicht, ist nicht gut. Da werden wir gleich mal für sorgen, dass das wieder der Fall ist. Ach, ich sollte vielleicht doch erstmal abstellen. Moment. Wie machen wir es? Wir stellen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall wieder das Add-on rausnehmen, damit der nicht. Und ich mache hier auch zu. Redstone Signal. Und hier mache ich auch mal. Nee, noch nicht. Noch nicht. Einmal soll er ja erstmal spawnen. Und dann gucken wir mal. Es verbraucht Unmengen Soul Sand. Ich glaube, ich hatte 13.000 Soul Sand. Das ist so wahnsinnig. Diese Nether Stars. Aber sollte kein Problem sein. Ich habe eine ganze Menge von diesen Essenzen. Die sollten mir jetzt auch schon wieder ein bisschen Luft verschaffen. Okay, das soll erstmal genügen. Kann ich dann später noch weitermachen. So, da ist er wieder, mein Wither. Jetzt müssen wir wieder oben ein Loch freimachen. Und dann hoffe ich mal, dass das diesmal klappt. Ich überlege, habe ich nicht hier irgendwas abgestellt? Ja, ich hatte den Output abgestellt. Das mache ich auch nochmal. Nicht, dass da irgendwie doch was verschwindet. Nein. In den Mülleimer. So, du kannst dich wehren. Ach, das ist ja noch offen. Ha, das ist ja noch offen. Ja, umso besser. Dann können wir gleich loslegen. Okay.
hoffe, da ist jetzt was gekommen. Ich hole das mal raus. Jetzt will ich es doch mal wissen. Ja, ich habe den Dust. Ich werde aber gleich nochmal einen Wither mir vorknöpfen, damit es ein bisschen Reserve gibt. So, die Ausbeute ist natürlich höher, je mehr ich... Warum habe ich jetzt den Soul Center drin gehabt? Wahrscheinlich ist es von hier gekommen. Ja, okay. Ich werde mal ein Glas wieder reinsetzen. So, dann lasse ich das da vorne aber stehen. Komm, da kannst du gucken. So, jetzt bist du weg hinter Gitter. Hinter Gittern. So, machen wir den wieder an. Also, Moment, das war's. Ignored, jawohl, so ist es richtig. Und dann kann der wieder marschieren hier. So, prima. Okay. Dann ist alles soweit. Jetzt muss ich hier noch Output wieder öffnen. Sonst sammelt der ja wieder alles an. Nur die wenigen Sachen, die ich da freigeschaltet habe, die können dann kommen. Ja, prima. Dann werde ich in Zukunft vielleicht, das kann ich als Tipp mitgeben, dass man wirklich alles oder sehr vieles, was man so sieht auf den ersten Schritten, die man hier tut, mitnimmt und nicht irgendwie so übergeht. Das ist schon ganz sinnvoll. Also man hat zwar dann das Inventar oft zu, man kann das ja dann später irgendwie... Ah, das schmeiße ich aber jetzt doch weg. Kann man ja dann entsprechend sortieren und in Kisten verfrachten. Ja, das ist sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Jetzt kommt im Grunde dieser Block. Den wollen wir jetzt zu einem Awakened Supremium Block machen. Dazu brauche ich einmal einen Supremium Block. Mal gucken, ob wir hier überhaupt Supremium oder Insanium haben wir, glaube ich. Das ist ja viel einfacher. Moment. Ah, warum komme ich denn jetzt hier nicht hin? Weil ich die falsche Taste habe. Ah. Supremium, nein, habe ich nicht. Insanium, habe ich. Jawohl, habe ich. 4, 8. Oh, nehmen wir mal 3 Stück. Na gut, den auch noch. Ja, 12 Stück. Und dann ein Block da draus. So, okay, der Supremium Block. Der kommt in die Mitte, dann haben wir natürlich die Elemente. Ich weiß nicht, wie viel waren es jetzt? Waren das 10 oder 10 Stück von jedem? Ja, 10 Stück Elements. Nee, ich glaube, die habe ich. Habe ich die hier reingeschoben? Das ist doch. Moment, nicht Elements, sondern. Essenzen sind das. Earth Essence. Was schreibe ich denn hier? Elements. Essenzen. Essenzen. Wir brauchen davon 10. Nehmen wir mal die 16. Water. Und wir brauchen Fire. So. Fire. Jawohl. Und die haben wir. Den Dust haben wir. Und dann gehen wir mal hoch. Und dann sollte es klappen. Also hier kommen... Ich weiß nicht, muss man das genau machen? Nimmt er jetzt 10 oder ist das auch eine bestimmte Reihenfolge? Ich will jetzt keinen Fehler machen. Also da ist... wir setzen erstmal den Dust drumherum und dann kommt Air und Earth auf die eine Seite. Also der Dust kommt erstmal drumherum. So, dann Air und Earth. Air haben wir hier. Mal gucken, bin ich mal gespannt. 16, ich weiß nicht, ist das mit 16 okay oder? So, und gucken wir nochmal. Fire und auf der anderen Seite gegenüber von Fire und Water als letztes. Das heißt, es wäre dann hier. Und hier, ob ein zu viel Problem macht, weiß ich nicht. Wir brauchen natürlich noch irgendein Redstone-Signal. Also nehmen wir mal so ein Lever. Also ein Hebel.
Ja, das sieht gut aus. Moment, ich habe glaube ich immer noch hier den Magneten an. Jawohl, da ist er. Und jetzt machen wir den kleinen. Und dann haben wir 9 Essenzen. Super. Jawohl. Das hat schon mal hingehauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das nötig war. Irgendwo hier. Kann das sein? Moment. Hier. Da. Bei dem Furnace. Da brauche ich die Essenzen. Genau. 40. Und braucht man hier. Oh, jetzt die Frage. Das sind immer 2. 8 Stück. Also es geht ziemlich genau auf. Ich muss hier 2 von denen haben und 2 von den Gems. Also das geht ziemlich genau auf. Machen wir mal eben. Können wir hier weitermachen zu Premium. Ein Block. Und der zu Premium Furnace. Und dann kommt der mit 40 jeweils Essenz. Ja, gucken wir mal. Also wir hatten immer, ich glaube, wir hatten 16 drin. Stimmt das? Ja, hier ist schon eine ganze Menge wieder angefallen. Das kann ich nicht alles drin behalten. Machen wir die mal raus. Dann haben wir, das kann auch raus. Furnace müssen wir drin halten. Das kann weg. 3 von denen. Und wir brauchen natürlich noch Earth. Fire brauchen wir noch. Fire Essence. Und auf jeden Fall auch noch Earth Essence. Ach komm, ich nehme Stack. Ja. So. Gehen wir nach oben. Es ist ja noch was drin. Also es sind 16 drin. 34. Okay. Drin. Ich glaube, das ist die Höchstsumme. Mehr geht nicht. Ich mache es trotzdem mal so. Ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. So, das ist fertig. Jetzt kommt der Furnace in die Mitte. Und dann, was kommt denn da eigentlich? Kommt da wieder das drumrum? Wir gucken mal. Der Furnace. Nein, es kommen die drumrum. Ich fürchte fast, dass ich zu wenig von diesem Zeug habe hier. Mal gucken. Also, wir machen mal den. Eins, zwei, ne? Jeweils auf jede Seite einen und dann von den Gemstone auch. Ja, genau. Also noch einen. Und dann, ich will jetzt nicht irgendwas ausgeben, was ich nicht ausgeben muss. Ist ja verständlich. Ah, da muss ich nochmal 2 von denen machen. Okay, geht auch. Ist kein großes Thema. Not a big deal. Wie es immer so schön heißt. Und dann haben wir die auch. So, dann ist es fertig. Einmal. Ich glaube, man muss die auch nicht gegenüber. Aber ich mache jetzt mal alles so, wie es da steht. Hoffe ich jedenfalls. Oh, das geht schon los. War schon auf Start. So, und damit ist der Awakened Supremium Furnace auch fertig. Packe ich erstmal hier rein. Da sind allerlei schöne Sachen schon drin. So, jetzt da habe ich ja übrigens im letzten Durchgang schon mal ein bisschen was erzeugt. Das ist natürlich deutlich zu wenig, das ist klar. Packen wir das mal weg. Hatten wir letztes Mal angefangen, ist im Grunde ganz einfach. Also das ist wirklich einfach. Man muss nur, wie ich schon dachte, diese Pearl machen. Die Pearl, diese normale Pearl ist ja, ich kann sie noch mal aufrufen. Wo haben wir sie? Pearl, Pearl, Pearl. Wie heißt sie noch mal? Ariel, glaube ich. Da, diese. Die ist ganz einfach. Ja, also kann man leicht herstellen. Und mit dieser Pearl geht man auf irgendeinen Husk oder auf einen Zombie mit, ich glaube, mit Rechtsklick drauf und dann ist der hier drin und damit ist das erledigt. Packen wir es jetzt mal rein. Das sind die Sachen, von denen ich sprach. Da brauchen wir jetzt diese Dense Copper Plates. Compressing. Also das wäre auch noch eine Sache, die wir machen müssen. Kiwi, ach, dazu braucht man Kiwi. Jetzt ja, kann man es gebrauchen. Es ist zu allem Möglichen zu gebrauchen. Ich glaube, wir brauchen noch mal,
von diesem Metall. Das heißt, ich muss noch mal Iron haben. Da ist schon wieder nichts. Also Compressing. Kompressor. Dazu brauche ich noch hier das Teil und dazu brauche ich noch mal LV-Cable. Nein, hier. So. Ich lege mir mal den Kompressor auf die linke Seite, damit ich da nicht dauernd gucken muss. Kompressor. So, da gibt es auch eine komfortablere Advanced-Version. Verbraucht wahrscheinlich wieder viel, viel mehr. So, wie war das? Ach so, wir brauchen Rubber. Rubber entsteht durch, ich glaube, Latex, wenn ich Latex komprimiere. Ich glaube, das ist jetzt, das führt zu weit. Dann nehme ich nochmal Slime. Das ging ja auch. Nehmen wir ruhig nochmal ein halbes Stack. Und die brennen und dann geht das auch. So, Kompressor jetzt aber. 1, 2. Ja. Sollten wir jetzt schaffen. Und da ist er. Ich glaube nämlich, mit Hilfe des Kompressors können wir auch Latex erstellen. Ist da eigentlich noch genug? Ja, noch genug. Latex erstellen. Kann das sein? Nee, das ist der falsche. Womit können wir Latex erstellen? Ich gucke nochmal gerade. Da gibt es auch ein Gerät. Und zwar dieses hier. Aus dem Sapling, da braucht man die Zentrifuge. Aha, man braucht schon wieder einen Maschinenblock. Okay, Zentrifuge. Machen wir die auch noch. Zentrifuge, einmal Maschinenblock. Und dann geht's weiter mit einem weiteren Schaltkreis. Das fällt uns natürlich jetzt leicht, weil ich die Teile auch vorrätig habe. Und das ist ja nur ein Witz. Also, ich will nicht gleich so abfällig drüber sprechen. Nein, es ist schon schwierig, aber ich bin froh, dass es mal ein bisschen einfacher ist. Ich hoffe, das klappt. Ja, so. Und dann sollte es hier auch Latex geben. Das ist ja natürlich einfacher, wenn ich meinen Slime immer opfere. Dann kann man aus dem Rubberwood. Ich habe übrigens versucht, das in den Botany Pot zu bringen. Das gelang mir nicht. Es war nicht möglich. Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich kann man den nur auspflanzen, richtig in die Landschaft. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber kann auch sein. So, das hat ja wunderbar geklappt beim letzten Mal. Das geht mit den Villagern. Kann man das schön füllen. Hier müsste man noch auf 100% kommen. Ich habe aber einmal Gas hier drin. Und ich stelle mir vor, dass ich meinen Moment, den Mob Duplicator, wo ist er geblieben? Es ist natürlich schade, wenn ich den. Wo habe ich den denn hingepackt? Ich habe den irgendwo hier draußen gehabt. Aber das steht da nicht mehr, oder? Habt ihr den versteckt? Doch, da steht er. Er steht da, natürlich, klar. Der braucht natürlich ein bisschen. Ich montiere den ab. So, ich montiere den ab. Moment. Also, wir machen den ab. Machen wir es so. Ich werde mich da mal eben reingraben. Mach hier mal aus, damit die nicht da und hier rumschwirren. Habe ich noch. Ja, dann machen wir es so. Und aufpassen, dass mir das nicht hier in den. An die Seite, in den Hopper und dann in die Versenkung geht. Das ist ja ein teures Gerät. Ich hoffe, ja, schafft. Ne, das ist ja dann sonst im Müll, landet sofort. Dann machen wir hier wieder an und dann können die auch leichter spawnen. Das ist ja dann viel, viel, viel einfacher. So, hier können wir noch mal ein bisschen was rausnehmen. Oh, ja, so stelle ich mir das vor. Das ist wunderbar. Also nehmen wir das mal gleich hier. Dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Essenz. Die werde ich mir aber gleich von unten holen. Das ist wahrscheinlich keine große Geschichte. Ja, das ist sehr schön. Da kann ich sehr viel Wolle erstellen. Da habe ich auch kein Problem mehr mit der Essenz. Ja, okay.
Okay, alles raus. Ja, ich kann es natürlich, hätte es alles ins System führen können. Ich weiß, das ist alles richtig, aber ich lasse es jetzt so. So, wir brauchen Essenz. Dazu brauche ich einen Eimer. Ich brauche nicht viel. Ich brauche nicht viel. Habe ich eigentlich hier Essenz drin? Ich glaube, ich kann da zugreifen. Moment. Essenz. Ja, da ist die Essenz. Dann greifen wir einfach mal hier rein und nehmen uns mal einen Eimer raus. Und dann das kann ich ja von überall machen. Und dann gehen wir hier in einen geschützten Raum. Wo ist mein. Da. Shrinking Device. So, jetzt habe ich keinen. Moment, ich stelle den erstmal auf. Der ist groß genug, ja. Ich habe keinen Flux-Point. Ist aber auch keine. Mal wieder. Flux-Point. So, der ist schon. Ja, der ist schon richtig konfiguriert. Der läuft gleich los. Und dann machen wir hier mal einen rein. Und dann unsere. Oh, das reicht nicht. Sehe ich schon. Das reicht. Oh. Oh. 20. Ich glaube, ich muss mit Rechtsklick. Ah, doch mit Rechtsklick. Füllt sich. Und hört auf zu meckern. Ihr sollt ja euer Blut abgeben. 100%. Komm, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Aus, 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 aus. Aus, aus ist gut. Es ist alles gut. So, jetzt. Ich glaube, den lasse ich hier drin, oder? Wer weiß, ob man nicht noch mal was braucht. Ja, den lasse ich drin. Hat er ja jetzt hier keine Bewandtnis sonst. Alles andere brauche ich eigentlich nicht. Dann begeben wir uns wieder raus und dann haben wir das auch erledigt. Also doch mit Linksklick. Man kann das hier rein und jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo das war. Ich weiß es nämlich wieder nicht. Nee. Hier war's. Da. Der Kollege war's. So, jetzt haben wir das. Das ist schon mal sehr schön. Auch erledigt. Kleiner Baustein, ne? Ein kleiner Baustein. Aber Nuke haben wir. Das ist leicht. Das haben wir auch fertig. Das ist fertig. Das kann man relativ leicht fertigstellen. Also das Ding ist auf jeden Fall gut zu machen. Ich glaube, hier müssen wir mal gucken. Wir müssen uns hier noch mal mit ein bisschen mit Chemie befassen. Ja, okay. Und was ist das? Miniaturportal. Das ist jetzt ein Block of Night Metal. Das sieht nach Twilight Forest aus. Snow Queen. Jetzt möchte ich aber zunächst mal dieses eine. Moment, hoffentlich finde ich es da. Dieses herstellen. Mal gucken, was fehlt. Player Transmitter. Transmitter. Craft, einmal Nitro. Was fehlt jetzt? Uns fehlt einmal Basic. Habe ich den nicht gemacht? Hardened, Blazing. Nein, habe ich nicht gemacht. Also machen wir den noch Basic. Wie machen wir es? Hier. Transmitter. So, kommt auch da rein. Die werde ich danach wieder vernichten. Das ist jetzt Unsinn, das aufzuheben. Basic. So, und was passiert jetzt? Starter. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Starter. Klar, aber da sind wir hoffentlich durch. Nein, ich bin noch nicht durch. Es fehlt ja noch diese ursprüngliche Sache. Also von den Resten, oder? Ne, das ist der. Das ist der. Genau, das ist der. So, jetzt gucken wir nochmal. Kommen wir jetzt durch? Ah, sieht gut aus.
Jawohl, sieht gut aus. Start. So, okay, dann ist man nämlich da auch fertig. Craftable, Stored Craft. Ja, gut. Jetzt macht er das wunderbar und dann schmeißen wir diese ganzen Pattern wieder raus, damit wir auch wieder Platz kriegen. In dem Fall ist das mit den Pattern ja gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der alles hat. Gucken, wie sieht es denn aus hier bei euch? Doch, ist gut, genau richtig. Das haben wir auch. Fertig ist es. Was fehlt denn da eigentlich noch? Ich werde jetzt mal die ganzen Pattern wieder rausholen hier. So, haben wir da wieder Platz. Ach, das ist der richtige. Das ist nicht der falsche Hund hier, wie die anderen. Das ist der richtige. So, den brauchen wir. Jetzt nochmal gerade gucken. Ich glaube, das war. Nein, ich glaube, das war. Nein. Wo war es denn? Wo war es denn? Hier war es. So, da haben wir, also das haben wir. Das kriegen wir jetzt gleich hin. Das habe ich schon abge. Moment, nee, das hatte ich nicht, ne? Oder? Supercharged Coil? Doch, hatte ich gemacht. Habe ich gemacht, bin ich ganz sicher. Also, das gibt's doch nicht. Ich habe doch diese Supercharged Coil schon gemacht. Nein, ich habe es deswegen nicht gemacht. Okay, wir holen jetzt mal diese Pellets, damit es da weitergeht. So, okay, gut. Das läuft alles noch. Und hier immerhin die Hälfte von dem zweiten Antimatter-Pellet. So, hier haben wir nämlich noch welche erzeugt gehabt. 15 Stück ist ja gar nicht so schlecht. Hey, was war das? Irgendwie Strom? Stromschlag? Ich weiß auch nicht. Komisch. 15 Pellets, es müsste eigentlich ausreichen, denke ich mal. Sollte klappen. Ja, ich kann das natürlich auch von hier machen. So, damit ist der. Den lasse ich mal draußen. Die Einzelteile. Der ist fertig. Dann brauchen wir noch diesen. Singularity, die können wir in Auftrag geben, das ist kein Problem. Und dann hatten wir noch offen stehen, wo wir das zweite Mal ein Pellet brauchten. Der hat mich eben angeguckt hier, als ich da was gemacht habe, Getränk. Da wollte der irgendwie auch einen Trank brauen. War ein bisschen nicht so gut gelaunt, sagen wir mal so. So, was habe ich gerade gesagt? Ich wollte also hier Singularity in Auftrag geben. Ja, das geht eigentlich ganz einfach. Ich habe eine ganze Menge von den. Nein, so sind auf keinen Fall. Cobble Deep Slate. Die könnte ich nehmen. Und ich habe natürlich auch sehr viel Cobblestone, weil es nämlich irgendwo gepackt hier rumliegt. Sturdy Stone. Aber ich nehme erstmal Cobble Deep Slate. So, packen wir mal da rein. Hier in das Gerät. Und nein, da nicht. Das ist natürlich Quatsch gewesen. Ich wollte das ja hier eigentlich anschließen. Export Bus. So, ich glaube, da habe ich nichts mehr. Ich mache jetzt noch mal einen, den ich lange rumgucke. Ich glaube, ich habe die alle verbraucht. So, und dann muss ich da noch mal einen Deep Slate, Cobbled Deep Slate mir schnappen. Die da reinleiten, so, und dann Kabel dran, und dann sollte es eigentlich auch klappen. Da. Ja. Oh, langsam. Aber es müsste sich beschleunigen. Singularity ist angegeben. Okay. So, gut. Ich habe doch keine, ne, oder? Nicht, dass ich irgendwas mache. Singular. Ne, ich habe nur die. Die habe ich irgendwo bekommen. Ich weiß nicht, wo das war. Aber irgendwo. Das packe ich mal irgendwo anders hin. Ja, okay. Dann können wir jetzt. Da war das zweite nötig. So.
Dann haben wir schon diese beiden. Fehlt die Singularity und diese anderen Sachen. Also es ist in der Tat, wie man sieht, doch einigermaßen aufwendig, das ganze Zeug zusammenzusuchen. Dann sind wir da auch durch. Okay, was brauchen wir hier? Eine ganze Menge. Da auch noch. Da muss ich vor allem hier dieses Antimatter von Industrial Contraptions machen. Ja, okay, gut. Aber so wahnsinnig viel ist es jetzt nicht mehr. Wir gucken mal. Beim Alloy sind wir natürlich nicht so ganz weit. Da werde ich nochmal, ich mache das immer so in 10er Schritten, nochmal 10 herstellen. Und dann gucken wir uns mal an, was an Netherstars wieder angefallen ist. Das ist nicht viel. Überhaupt nicht viel. Machen wir mal richtig regulär hier. 2. So, 4 Stück. Oh ja, wir kriegen wieder einen Block hin. Na bitte, ist es denn nicht zu glauben? Ein Block wieder. 9 haben wir schon und 18 von denen. Das ist ja gar nicht so schlecht. 9, okay, das läuft aber so langsam vor sich hin. Ich hätte es natürlich verstärken können. Also kleiner Hinweis. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der mal so Massensachen herstellt. Wenn man aber hier nicht darauf achtet, dass das self-aware ist, sondern einfach vielleicht die zweite Stufe, advanced oder ich weiß nicht, was dann kommt, und das dann, sagen wir mal, mit 10 solchen Chambers aufstellt oder auch noch mehr, 20, 30, dann ist das natürlich relativ zügig auch erledigt, ne? Insofern. Man kann das beschleunigen, aber ich sag mir, es läuft im Spiel nebenher. Ich habe diese zwei Möglichkeiten, die Stars zu erstellen. Nein, ich habe sogar noch eine dritte. Ich kann ja auch über diese andere Schiene. Ja, verliere ich natürlich eine ganze Menge von den Wither Skeleton Skulls und auch andere Sachen. Aber immerhin, es sind schon eine ganze Menge Stars dann wieder dazu. Ja, ich brauche mal Wither Skeleton Skulls und vor allem Soul Sand auch, ne? Das ist das Problem, was hier natürlich auch vorliegt. Aber was haben wir jetzt an Nether Stars schon? Ja, gut, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber es summiert sich mit der Zeit. Gut, dann sind wir da schon relativ weit. Aber was ich gestern angefangen habe, war ja dieses Evilcraft. Und ich möchte da so ein bisschen weitermachen. Das reizt mich schon. Damit habe ich mich nämlich eigentlich noch gar nicht befasst. Und wir haben ja hier schon dieses Teil, den Blood Extractor. Ich glaube, ich packe hier mal das hier weg. So, das kann rein. Und Blut haben wir auch schon. Ach, das kann ich schon mal weg. Legen, so. Oder sollte ich es vielleicht hier reinpacken? Es ist ja nicht fertig, ne? Ein bisschen riskant, wenn ich die unfertigen Teile hier alle hinlege. Ja, das mache ich dann noch. Okay. Gut. Sortiere ich noch hier ein. Das ist besser, wenn es hier ist. Ja, Evilcraft. Wir brauchen am Anfang ja, wie war das? Wir brauchen diesen Blood Infuser, ne? Blood Infuser, das ist dieses Teil. Der Blood Infuser, der kann allerlei machen. So sieht er aus. Und man muss ihn ja auch so herstellen können. Also das ist mit irgendwelchem Stein. Aber dieses Teil ist natürlich so ein bisschen schwieriger. Hardened Blood Shard. Da kann man einen Block herstellen. Und zwar geht das mit Blut, dass man hier in diese Drying Basin rein befördert. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ist das hier normales Blut, was ich hier in der Spritze habe, oder ist das dieses? Wir werden es mal ausprobieren. Ich habe ja diese Drying Basin, die ist ja hier oben. Ja, also, wir könnten mal erst mit diesem Blut versuchen. Tut sich was, ne? War vielleicht gar nicht so schlecht, oder? 1000.
Ja. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Blood Infuser, wo war er? Den brauche ich hier auf jeden Fall. Hand. 20 Sekunden soll es dauern. Ja, stimmt. So, und da haben wir denn nicht die Teile. Hardened Blood, daraus soll es aber entstehen. Mal gucken. Aus diesem. Ah, das muss gesmeltet werden. Gesmeltet. Sollte ich da vielleicht noch einen herstellen? Wie viel brauche ich denn? Ich kann ja dann den Blood Infuser nehmen. Ich brauche 8 Stück. So, das reicht. Dann wollen wir das mal eben smelten. Das ist ja hier wahrscheinlich so am besten. Hey, einen nur? Hallo? Ha, was ist das denn? Ein Blatt. Einer? Moment. Jetzt muss ich ja nochmal gucken. 9 steht hier. Normal smelten. Handblatt gibt 9 Stück. Ja, ist es denn wahr? Einen hat er mir gegeben. Ja, mal gucken, wir machen das jetzt nochmal anders. Und jetzt. Bin ich mal gespannt. Energize Smelter. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. So, jetzt kann ich das aber auch reinpacken. Und dann sollte eigentlich das muss ich noch haben. Da muss man, das steht hier, throw a dark gem in the middle of a pool with at least 5 non-hard, also nicht gehärtete. Ich muss einen Dark Gem haben. Den haben wir ja. Dark Gem haben wir. Genügend. So, ein Pool. Und dann stellen wir mal, eigentlich wäre so eine Ecke ganz schön, wo man das dann immer macht. Ne? Puh, aber das, nee, da möchte ich kein Blut haben. Eigentlich wäre das ganz schön, wenn man irgend so ein Gebäude hätte. Mache ich denn das jetzt? Oder ich gehe wieder rüber. Ja, ich gehe wieder rüber hier zu meinem Aura. Dieser Aura-Geschichte. Da könnte ich das auch eigentlich ganz schön machen. Ja, ich glaube, das geht. So, 5. Das heißt. 1, 2. Also, Moment, wir machen es mal so rum. 2, 3. 4, 5. So. Ich nehme mal an, dass man da ziemlich schnell sein muss, sonst wird es nicht funktionieren, weil es nämlich sonst gar nicht mehr hart ist. Also, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt die Dinger rein. Mal gucken. Da passiert nichts, Leute. Es passiert. Habe ich alles oder ist es vielleicht zu wenig? So, jetzt. Ja, einen. Ja, ist klar. Ja, ist klar. So. Was ist das denn da schon wieder? Nein. Die hebe ich mal auf. Die sind vielleicht jetzt doch nicht unwichtig. Also einen haben wir und das war ja auch das Ziel. Die wollten wir herstellen. Dieses Ding. So, dann haben wir eigentlich auch schon den Blood Infuser. Und ich denke, ich werde hier bleiben. Das ist gar nicht so schlecht, die Ecke. Man könnte hier auch ein kleines Häuschen drumherum bauen. Oh ja, das mache ich vielleicht noch. Das ist gar nicht verkehrt. Ja, hier werde ich noch mal was bauen. Das ist ganz schön. Okay, ich stelle es erstmal so auf. Blood Infuser, der braucht, glaube ich, nichts weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ganz schnell an Blut zu kommen. Über die Villager. So, einmal. Es war viel zu viel. Und das sollte man eigentlich dann auch hier reinpacken können. Stimmt das? Ja, das ist schon mal dann halb voll. Das ist gut. Jetzt könnte ich hier einen Dark Gem, nehme ich mal an, reinpacken. Und dann, nee, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Was kann der denn? Gucken wir mal. Also der kann einen Dark Block zu einem Dark Power Gem Block machen. Oh, klingt gut. So. Er kann ja allerlei. Also Dark Gem zu einem Dark Power Gem. Ach, der geht hier rein. Ich habe den falsch reingelegt. So. Ja, okay. Das ist also leicht möglich. Das ist eine ganze Menge, was der kann. Ne? Ich sehe da hier 18
verschiedene Möglichkeiten. Oh, da gibt es dann verschiedene Dinge, die man dazu packen kann. Okay, wir müssen uns damit etwas befassen. Ich habe gelesen, dass man auch Wetter beeinflussen kann. So, nehmen wir mal den auch noch dazu. Und dann holen wir uns mal eine Kiste. Gleich zwei. Dann kommt das da rein. Wo habe ich den anderen? Wo habe ich den anderen? Ach, den habe ich ja verbraucht für das Teil hier. Genau. Ja, ich denke, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was reinpacken und dann ist das auch wahrscheinlich voll. Oh ja, das reicht allemal. Kommt, macht mir meine Sache voll hier. Und dann sind wir da auch schon recht gut aufgestellt. Also, das mit dem Wetter, das geht übrigens hier irgendwie. Ich bin noch nicht Fachmann. Das geht hier an diesen Stellen. Das gehört zu Evilcraft. Ja, da ist hier so ein Environmental Accumulator. Ja, gut. Ich habe es versucht. Aber wir sind auch schon eine schöne Bunny Hoppers. Wunderbar. Manchmal ist da auch wirklich was Interessantes drin. Das nehmen wir direkt raus. Die auch. Und darauf kann man dann einiges auch erledigen. Mal gucken, was ist hier noch drin gewesen. Das habe ich alles schon einmal durchgeguckt, aber ja, naja, gut. Okay. Lassen wir mal dabei. Gut. Okay. Dann war es das für heute. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Schönen Abend und tschüss.